Und schon wieder ist es passiert. Ich habe vergessen zum Endmuten. Ja, dann noch einmal willkommen zurück zum Pokémon Let's Go Evoli Stream. Ich habe eigentlich vorher eh nicht viel Interessantes geredet, außer dass ich mich aufgeregt habe, warum man da
es Macholo nicht erwischt haben. Und ja, ich bin eingepackt in einer Decke, weil es ist ziemlich kalt und die Heizung ist so langsam, weil wir haben eine Bodenheizung und die braucht 100.000 Jahre, bis warm wird. Ich mache auch immer einen Test am Stream, ob das Mikrofon eh geht, und dann vergesse ich es wieder zum aktivieren. Wie ein Idiot. Cello. Jetzt habe ich den Pokédex-Eintrag nicht gelesen. Naja, auch egal, oder? Das sage ich, was mit Cello, das du gerade gefangen hast. Ja, Pech, das werden wir jetzt nicht rausholen. Was haben wir dann, Pokémaniac? Zeit für einen Pokémon-Kampf bereit. Los! Torben. Natürlich setzt er ein Wasser-Pokémon ein. Wir haben auch einen Shilock. Aber vielleicht können wir ihn trotzdem besiegen. Wir haben ja Siedewasser, damit können wir mit einer Wasserattacke auch Wasser-Pokémon verbrennen ganz leicht. Aber es hat nichts gebracht. Das Pokémon ist aber schwach. Brenne. Komm, brenn. Brenn doch. Ist halt ein bisschen schade, dass die Pokémon-Trainer alle da nur ein Pokémon oder zwei haben. Game over. Das liegt an deiner Frisur, dass du die Hälfte siehst. Ah, geh weg, bitte. Ja, und was ich vorher gesagt habe ist, ich weiß nicht, ob man das schon gehört hat, aber Golbat kann sich leider in der Generation nicht weiterentwickeln. Das heißt, der wird auf jeden Fall austauscht. Weil eigentlich wollte ich ja X-Bad haben, aber freut sich halt das Nebulak dann, wenn wir es ins Team nehmen. Und die Frage ist auch, ob es sich entwickelt oder ob ich es tauschen muss. Sonst muss ich mit der Karo ihrer Switch dann hin und her tauschen. Beziehungsweise ich schicke mir dann einfach einen Gengar rüber. Von Pokémon Let's Go. Na, von Pokémon Go aufs Let's Go. Ein äußerst großes Gleinstein. Das war jetzt auch einfach fabelhaft. Warum zählt das nicht? Wenigstens bleiben die Pokémon gleich drin. Jetzt fangen wir da einmal ein paar Pokémon zusammen. Ich habe es zwar noch nicht weggeschickt, aber das kommt noch. Halten. Nein! Gott, na. Jetzt hat's extra lang sich Zeit lassen. Das wirft, weil normal geht's eh relativ flott. Golbat haben wir vorher ziemlich viel bekommen. Okay, da kriegen wir nicht viel. Aber Shilock freut sich trotzdem über das Level Up. Ja, dann lassen wir es jetzt. Schauen wir, dass wir da irgendwie vorbeikommen. Okay, das muss ich fangen, weil das ist ein ganz winziges. Bringen nochmal was. Ah, wahrscheinlich jetzt kein. Keine Beere. Hey,
Ja, das Niesen wollte ich jetzt nicht unbedingt mein dummes Gesicht in die Kamera halten dabei. Ja, genau in dem Moment. Genau in dem Moment. Einmal geht's noch, komm, mach's wieder. Ist das Kabel da komisch? Hängt's wieder so rein. Na schau, 300 Erfahrungspunkte. Serie. Vielleicht krieg ich ja noch einen Shiny. Noch ein Pokémoniac. Die Frage ist, was hat er? Soll ich wieder mit Shilock? Ja, schau's an. Was? Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon, hat er gesagt. Darin eh. Kangama, okay. Passt. Natürlich schrecke ich zurück. Ma. Und wieder zurückgeschreckt. Okay, ich lasse selbst verrecken, für das zweimal. Wenn es nochmal zurückgeschreckt ist, dann teile ich es gar nicht mehr. Da wenigstens Brenda. Ich mag jetzt nur nicht, dass ich mich heile und dann macht er, weiß ich nicht, Guillotine und weg bin ich. Aber den Scheiß kennen wir schon. Ist richtig warm, diese Kuscheldecke da. René. Jetzt ist es schon wieder Biss. Oh. Nein, nicht mal. Mach mal Aquaknarre. Hast du noch was, ha? Nein, leider nicht. Ich bin total erschöpft. Er ist erschöpft. Aber es kann Gamma, ist tot. Wieder Goldbach. Geht aber ein Schwarzgurt. Angus, los. Bevor ich aber in den Kampf, versuche ich mal in andere Richtung zu gehen. Muss ich natürlich holen. Wenn er so groß oder so irgendwas Spezielles hat. So an, zumindest. Okay, gut, dass wir runtergegangen sind. Die Frage ist nur, welches Pokémon als Flugtyp. Jetzt hat sich schon wieder dieses scheiß Google aktiviert. Nehme ich rein. Haben wir irgendwas? Ich könnte Mew mit reinnehmen. Aber wir können noch nicht eine einzige Psycho-Attacke. Antimos kann sie nicht entwickeln. Topsy haben wir schon, außer Tauboss haben wir noch nicht. Naja, Kampf, wer mit Kampf
Ja, weißt du was, ich lasse einfach der Welt drinnen. Ich werde auf jeden Fall Clotexo da mitnehmen. An erster Stelle. Dann kämpfen wir. Hahaha, kommst du gegen meine Stärke an? Du bist ja nicht stark, dein Pokémon ist stark. Da Tokuo. Nix hat er. Scheiße. Wäre ich natürlich jetzt mit Shilock besser dran gewesen. Das ist immer so das Beispiel, dass ich so viel Pech habe. Aber mit zweimal Drachenwut soll es weg vom Fenster sein. Das bringt ja nichts mehr, weil jetzt bist du tot. Jetzt hat er auch wieder noch. Hoppala. Das war ein starkes Stück. Warum nur ein Pokémon immer? Das ist so schade drum. Na los, zeig mir, was du drauf hast. Daichi. Danke, Herr. Ich versuche mal Durchbruch und schau, was dann passiert. Okay, hätte ich Drachenzorn auch gleich machen können. Richtung sinkt. Das ist mir auch egal. Weil das war's jetzt, Menki. Aber Putzi setzt ein. Da werden wir auf jeden Fall fix wechseln zu dieser Knoss. Oder zu Evoli hätte ich halt auch wechseln können, aber den sehen wir noch lang genug. Ja, und das Kameraproblem. Ich habe das versucht zum Zuschneiden, oder weil ich will nicht, dass da zu viel mehr drauf ist, als was notwendig ist. Aber das geht irgendwie nicht mit der Kamera. Wenn ich immer versuche, das Bild zum Zuschneiden, komprimiere das irgendwie, macht es kleiner oder macht irgendeinen anderen Dreck. Aber er macht nicht das, was ich will. Meine Pokémon werden dich das fürchten lernen. Deswegen, sobald da gescheitere Kamera da ist, werde ich es dann ändern. Wird die Kamera dann auf eine andere Position geben. Hugo, ein Kernstein hat er. Werden wir Durchbruch machen. Der Finale. Unix jetzt dann. Wenigstens könnt ihr nicht Finale. Okay, er macht Schaufler. Das ist unpraktisch, aber das können wir leicht kontern. Gegen Flug-Pokémon sollte das eigentlich keine Wirkung haben. Penne. Und er kann uns jetzt mit einer Gesteinsattacke richtig wehtun. Deshalb werden wir zu Shilock wechseln. Er macht wieder Schaufler. Okay.
Okay, den Zug werden wir jetzt so nutzen. Und uns mit Panzerschutz ein bisschen die Verteidigung hoch. Okay, das war eine blöde Idee. Aber egal. Er macht wieder Schaufler. Ich hab's gewusst, ich wollte es noch nicht wahrhaben. Wisch, machen wir es wieder Wasser, wenn er wieder da ist. Sollte der Schaufler nicht allzu stark sein. Ja, genau. Volltreffer auch noch. Na gut, mit dem hat er keine Chance. Oh, Georg hat er. Hoffentlich sprengt er sich nicht in die Luft mit dem Georg. Werden wir auch tatsächlich Biss beibringen, weil ihr seht, wir sind da ein bisschen eintönig. Verloren? Am Ende hast du mich das fürchten gelernt. Oh. Pfadfinder. Hast du nicht auch das Gefühl, dass dieser Tunnel gar nicht mehr aufhört? Nein, eigentlich nicht. Kämpfer heißt er jetzt. Jano. Natürlich haben. Das kommt dann nach Glurak ins Team. Vulcano auf jeden Fall. Bitte nicht durch. Gewonnen. Ein winziges Kernstein. Ja, genau. Brav, brav, brav. Sinnlos. Weil die zwei Doppelkämpfe, die sind ganz im Spiel gibt. Ein Wanderer schon wieder. Könnte sein, dass ich mich hier verlaufen habe. Das wäre bitter für dich, aber ich glaube nicht. Der Oliver. Und er hat schon wieder ein Onyx. Drachenwut werden. Das ist das sicherste, das sind 40 HP, oder? Normalerweise, oh oh. Okay. Sandama setzt ein. Na, jetzt wird's mal zu riskant. Ich will mal Rihorn kämpfen sehen. Schauen wir mal, wie das sich so macht. Der Rihorn ist ziemlich cool. Okay, ich hätte schon gehabt, jetzt hat er vielleicht das Aloha Sandama. Das wäre bitter. Ich versuch's einmal mit Schlagbohrer. Er macht Schaufler, ich hab's mir fast gedacht, dass er das macht. Hätten wir auch Schaufler machen sollen, aber das können wir nicht ahnen. Komm.
Aber jetzt werden wir mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das kleine Riemann klappt sich im Boden ein. Warum macht er nicht nochmal einen Schaufler? Ist er blöd? Also, die KI ist einmal äußerst dumm programmiert. Das hätte er noch gewinnen können, locker. Hätte ich ihn mal lieber zum Ausgang leiten lassen, statt mich zu einem Kampf verleiten zu lassen. Okay, da ist... Super aufgedacht. Weg, weg, weg von mir! Dich habe ich überhaupt keinen Bock gerade. So ein Zubat. Berge und Höhlen sind schon seit jeher mein Zuhause. Tu bloß nicht so, als wärst du hier der Boss. Controller setzt dann. Ach gut. Das ist die beste Lösung immer gegen solche Gegner da. Er ja, macht Durchbruch, das sollte ich überleben. Nicht. Ja komm, wir brauchen so sonst den Nidibeleber. Eh nur für sowas. Im Kampf, glaube ich, haben wir sie bis jetzt noch nie braucht, ne? Aua! So, jetzt kriegst du einen geilen Flügelschlag und weg bist. Schon wieder mein Nasen juckt. Das ist, die Kamera ist auf mich gerichtet und mich juckt alles. Rihorn. Rihorn. Boden und Gestein. Das heißt, dieser Knosp müsste mit einem Rankenhieb mit vierfach Damage den locker besiegen können. Das Steinwurf wird uns jetzt treffen. Au. Spaß. Okay, ist der gut, du bist der Boss. Ja, das hoffe ich auch.